Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung im Bereich der Biodiversität. Hier bei Vorlesung 25 sind wir mittlerweile angekommen. Heute soll es um die Dornräuber, die Spinolestes, gehen, die eine Untergruppe der Gobi-Hügelzähne sind, was auch letztens ja ich angekündigt hatte in Biodiversität 24, dass wir uns Zeit nehmen für diese Gattung hier, weil man sehr viel über sie weiß. Gehört aber natürlich auch wie die Gobi-Hügelzähne insgesamt zu den Dreihöckerzähnen, also als markantes Merkmal. Die Molaren und manchmal auch die Prämolaren mit drei charakteristischen Hügeln bzw. Höckern. Okay. Wie schon gesagt, Untergruppe der Gobi-Hügelzähne gilt als unsicherer Alpha-Vertreter bereits im Mesozoikum, genau genommen in der Unterkreide 129,4 bis 126,3 Millionen Jahren vor der Zeit ausgestorben sind. Wenn ihr es nachschlagen wollen würdet, hier würdet ihr unterschiedliche Angaben finden, je nachdem, auf wen man sich da bezieht. Manche haben es anhand, sagen wir, komplett der Schichten beziffert, in denen man sie gefunden hat. Andere meinen aber, der Zeitraum ist deutlich größer, weil die Art sich nicht so weit fortentwickelt hätte. Kann ich von hier natürlich aus nicht beurteilen. Ich habe mich jetzt für die aktuellste Sache aus 2020 entschieden und das ist dieser Zeitraum. Und ich denke mal, der ist hoffentlich noch ein paar Jahre zumindest geltend. Es wurde nur ein Fossil gefunden, das aber nahezu vollständig in der Fossillagerstätte von Las Hoyas in Spanien. Wie gesagt, das ist Stand 2020, aber es gibt halt noch andere, die andere Fossilien hier mit in diese Gruppe einordnen und damit wird dann halt auch die Zeitspanne, in der sie aufgetreten sind, etwas länger. Einzige Art ist Spinolestes senatosus. Senat, man merkt es schon, ne? Senatrale, erinnert euch, das sind diese Fortsätze, die dazu führen, dass die Wirbelsäule stärker verbunden ist, aber dazu kommen wir gleich, wenn wir uns die Merkmale alle im Detail anschauen. Es wird heute nebenbei sehr anatomielastig, kann ich euch schon einmal sagen, und genau deswegen brauchten die eine eigene Vorlesung. Das Besondere an dem Fossil ist, dass auch noch Reste von Haut gefunden wurden, sowie Abdrücke von Organen, aus denen sich dann folgende anatomische Merkmale ableiten lassen. Erstens, einige Stellen am Hinterleib hatten Stacheln, die in Angreifern stecken bleiben und wahrscheinlich abgeworfen werden konnten. Zweitens, im Rückenbereich konnten schuppenartige Hautbildungen nachgewiesen werden, die jeweils rund 4 mm lang sind und einen ovalen oder rundlichen Umriss aufweisen, weshalb dieser Bereich wohl von Keratinschuppen bedeckt war. Vor allem das erste Merkmal ist halt das Namensgeber für die Dornenräuber, weil es halt wie Dornen sind, die Stacheln. Drittens, sie hatten bereits Deck- und Wollhaar, was man heute von den modernen Säugern hauptsächlich kennt, also Deckhaar. Die, sagen wir, ganz normalen langen Standardhaare und Wollhaar, dazwischen meist kleinere Haare, die mehr der Dämmung dienten. Ja, wie gesagt, Deckhaare werden auch als Haupt- oder Primärhaare bezeichnet. Das ist das eigentliche Haar, das auch halt hier in dem Fall in Form von Stacheln auftreten kann, während die Wollhaare, wie schon gerade erwähnt, eher der Wärmedämmung dienten und Neben- oder Sekundärhaare genannt wurden. Der Schädel maß 35,8 mm in der Länge. Nicht täuschen lassen, das ist natürlich ein menschlicher Schädel, aber ich habe keine adäquaten Bilder, mit denen ich das besser beschreiben könnte. Die Breite zwischen den Jochbögen Arcus zygomaticus, hier mit 9 dargestellt, betrug 17,5 mm und sie verliefen gerade und wenig ausladend und stellen Fortläufe des Schläfenbeins osttemporale dar, das ist hier mit der 8 beziffert. Die Jochbögen mitsamt des Kiefers bilden den knöchernen Teil der Schnauze, das sogenannte Rostrum, und die Schnauze war halt leicht gestreckt und abgerundet, aber auch sehr kräftig. Achtens, die Jochbögen reichen bis zu den Glenoidgruben, hier mit 12 dargestellt, des Unterkiefers, welche verlängert und nicht trogartig ausgebildet waren. Die Gelenkfläche des Hinterhauptbeins os occipitale, hier mit 7 dargestellt, hat eine große, ovale Gestalt. Der Unterkiefer, also bekannt, denke ich, Mandibula, hier mit 13 dargestellt, wies eine Größe von 28,7 mm auf und war robust gebaut. Der Unterkiefer-Winkelfortsatz, das Wort, das sollte man sich für Scrabble merken,
Angulus mandibulae, hier mit 14 dargestellt, fehlte und stattdessen war eine Rundung mit kräftigen Knochenleisten ausgebildet. 12. Die Unterkiefergelenke waren oval und breit. Der Meckhirsche Knorpel, hier mit 1 dargestellt, links im Bild, das ist das, was bei höheren Säugetieren, also wie auch bei uns, im Unterkiefer integriert ist und als Gehörknöchelchen zwischen Amboss und Hammer fungiert und damit bei uns fürs Hören wichtig ist, ist aber bei den Dornräubern noch verknöchert und hat eine spangenförmige, lange und kurvige Gestalt und war dort nur eine Verbindung zwischen Unterkiefer und Mittelohr, hatte also noch nicht die Funktion als Gehörknöchelchen. Die Zahnformel lautet Incisivi 3-3, Canines 1-1, Prämolaris 2-2, Molaris 4-4. Die Schneidezähne Incisivi des Oberkiefers waren kleiner als die des Unterkiefers und standen nicht in einer geschlossenen Reihe. Der mittlere Schneidezahn Incisor, also ist einfach nur der Singular, war am größten und besaß eine konische Form. Zudem stand er im Unterkiefer schräg nach vorn, was typisch für Prädatoren ist. Klar, Raubtiergebiss halt, ne? Zum Eckzahn Caninus hin wurden die Zähne kleiner. Dieser hatte eine schneidezahnähnliche Gestalt, war so also Incisiform, also ließ sich damit auch leicht mit einem Schneidezahn verwechseln und war eindeutig für die Jagd ausgebildet. Die Molaren, also die großen Backenzähne, wiesen wie bei allen Trägerzähnen die typischen drei charakteristischen Höcker auf. Die Wirbelsäule umfasste 16 Brust, Pars Thoracia, 7 Lenden, Pars Lumbalis, 3 Kreuzbein, Os Sacrum, 22 Schwanz, Vertebrae Caudalis und keine Halswirbel, Pars Cervicalis. Die Rückwirbelsäule umfasst halt Hals, Brust und Lendenwirbel. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt hier das menschliche eher und damit sind hier Halswirbel erwähnt, die das Tier nicht hatte. Die Schwanzwirbelsäule bestand dementsprechend aus den Kreuzbeinwirbeln und den Schwanzwirbeln und hatte eine Gesamtlänge von 107 mm, war also der Schwanz sozusagen deutlich länger. Hier ist es natürlich nicht passend, weil das unser ist. Unser Schwanz ist ja, ich sag mal, zurückgebildet extremst. Und gerade bei den Tieren, die so ähnlich wie die Mäuse aussehen, vermutet man ja so ein bisschen, ist der Schwanz natürlich deutlich länger. An 20 der 23 Rückenwirbeln schlossen sich Rippen an, welche einen runden Querschnitt aufweisen und zweiköpfig waren. Zusätzliche Gelenkflächen, 10 Atrale, die wir vorhin schon angesprochen hatten, an Wirbeln 9 bis 17, welche die Wirbelsäule stärker befestigten, waren vorhanden. Die Schwanzwirbel waren an der Schwanzbasis, also der Übergang von Rücken in Schwanzwirbelsäule, kurz und wurden zur Schwanzspitze hin länger. Die vorderen Schwanzwirbel wiesen gedoppelte Querfortsätze auf. Die Wirbelbögen waren lang und nach vorne orientiert. Der Schultergürtel ähnelte den der ranglosen Gruppe der Wildtiere Theria, zu denen auch die Ameisenbären zählen. Ich habe das jetzt versucht, was jetzt gleich kommt, ein bisschen deutlicher zu machen. Ging aber nicht besser. Ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Das Schulterblatt Scapula, hier mit 1 dargestellt, ist groß und dreieckig. Die Schulterkrähte Smina Scapulae 2 setzte sehr hoch an. Die Schulterhöhe Acromion, hier mit 3 dargestellt, war nach vorn und unten gerichtet. Und das Schlüsselbein Clavicula, hier mit 4 dargestellt, war kurvig und robust. Der Oberarmknochen Humerus, hier die 1, wurde 19,7 mm lang und hatte einen halbkugelförmigen Gelenkkopf, den sogenannten Humeralkopf, hier mit der 2 dargestellt, der keinen Halsansatz hatte. Der untere Teil des Schaftes war um rund 40 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Die Elle, Ulna, hier mit 3, Speiche, Radius hier mit 4, waren nicht verwachsen und auch die Gelenkfläche am Ellenbogengelenk Articulatio Cubiti, hier mit 5 dargestellt, waren getrennt. Der obere Gelenkfortsatz der Elle, also was wir einfach als Ellenbogen bezeichnen, Fachbegriff ist Olecranon, hier mit 6 dargestellt, war massig und mit 4 mm Länge sehr kurz. Von der 3. bis zur 15. Rippe verläuft ein Zwischenraum, von dem vermutet wird, dass dies auf ein Zwerchfell verweist, also zusätzliche Atemmuskulatur vorhanden war.
Darmbein aus Ilium Hirn 1, Sitzbein aus Ichii Hirn mit 2 und Schambein aus Pubis Hirn mit 3. Das sind die drei Knochen, die bei modernen Säuglingen wie uns verwachsen sind und dann halt das Becken bilden. Aber bei unserer hiesigen Gattung sind die halt nicht verwachsen. Ein zusätzliches Knochenpaar, die sogenannten Beutelknochen aus Epipubis, hier mit 4 dargestellt, ist vorhanden, weist eine breite, dreieckige Bildung auf. Das ist ja auch für die Gobi-Hügelzähner so ein Merkmal, was man bei allen vermutet. Das Kniegelenk weist einen Knochenrest in der Sehne auf, das als Fabella, hier mit 1 dargestellt, bezeichnet wird und einen effizienteren Ansatzpunkt für Sehnen darstellt, wodurch Muskeln mehr Kraft ausüben können. Man hat das lange für ein modernes Merkmal gehalten, aber diese Fossilien zeigen, dass halt schon länger da war. Und vielleicht ein interessanter Fakt am Rande. Ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr, es ist aber schon ziemlich lange her. Ich glaube, erstmalig beschrieben 1944. Beim Menschen hatte man festgestellt, dass das irgendwie nur 11% haben. Und 2014, ich glaube, es waren wirklich 40 Jahre später glatt, hatten es schon über 50% der Untersuchten, was halt erstaunlich ist, weil das natürlich eine evolutionäre Entwicklung darstellt. Das wird also positiv bei uns auch selektiert, obwohl die natürliche Selektion bei uns, ja, sagen wir, durch die soziale Selektion nicht ganz mehr natürlich halt ist. Und ergibt es Sinn? Ja, man kann dadurch mehr Kraft ausüben, weil der Ansatzpunkt halt, wie gesagt, für Sehnen und Muskeln dadurch besser ist. Es kann aber auch Schmerzen verursachen, dann muss das operativ entfernt werden. Wurde halt erstmalig entdeckt, weil man dachte, was ist das? Sieht ja aus wie eine Fraktur, ein Bruch etc. Und dann hat man festgestellt, nee, das ist ein Knöchelchen, was übrig ist, das fehlt nicht vom Knochen. Aber das nur by the way. Die Hände weisen 5 Strahlen auf, die in krallenartigen Gliedern enden, welche nicht sehr gebogen und seitlich nur moderat verschmälert waren. Die Fingerknochen waren kurz und dick. Das Gewicht war bis zu 72 Gramm, also wirklich sehr leicht. Alter konnte man nicht sagen. Und gerade mal 21 cm die Körpergröße. Also man kann schon durchaus halt mit einer Maus vergleichen. Zur Lebensweise können wir auch noch was sagen. Die Dornenräuber Spinulestis waren wahrscheinlich landlebend, also terrestrisch und nicht baumbewohnend. Arboricol, warum ist dieser Fakt so wichtig? Man hat es halt mal vermutet. Aber diese Funde, vor allem jetzt der gesamte Körperbau mit den Klauen, zeigt, dass das die Anpassung an Land eher wahrscheinlich war. Zwar lassen die verlängerten Fingerglieder auf lange Klauen schließen, die hätten halt beim Klettern hilfreich sein können, aber sind halt nicht stark gebogen, also man kann nicht gut einen Baum umfassen, sondern flach. Und das lässt eher vermuten, dass sie halt am Boden gelebt haben und flache Krallen behindern da weniger als gekrümmte. Und wahrscheinlich haben sie damit verschiedene Insektenbauten geöffnet, um an die Insekten zu kommen. Es waren also eher Grabklauen. Der allgemeine Bau des Bewegungsapparates lässt auf starke Vorderbeinmuskulatur schließen und das unterstützt die These natürlich. Auch die Schwanzwirbel deuten auf das Verhalten hin, denn der Schwanz war wahrscheinlich als Stütz beim aufrechten Sitzen oder Stehen verwendet worden, wie es bei heutigen Tieren bekannt ist, und die haben dann halt auch entsprechend diese Lebensweise, dass sie insektenfressend sind und meistens Bauten öffnen. Die Stacheln am hinteren Körper konnten wahrscheinlich leicht abgestreift werden und dienten halt der Räuberabwehr. Griff halt ein Räuber von hinten an, hat er halt nicht das Tier direkt erwischt, sondern die Stacheln oder Dornen, die dann in der Schnauze hängen blieben oder an der Pfote, wenn es packen wollte, und das tat halt weh und ja, dann konnte unser kleiner Dornenräuber in der Zeit abhauen. Damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Also ihr seht, über die Dornenräuber Spinulestis ist doch einiges bekannt. Und ihr seht, es gab da ein paar Parallelen zu heutigen Tieren. Ich weiß nicht, kann man sich eine Mischung vorstellen wie zwischen einem kleinen Stachelschwein und einer Maus, würde ich sagen. Und ich hoffe, es war wie immer interessant. Würde mich freuen über einen Daumen hoch. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.